Es folgt die Weihnachtsansprache der Bundeskanzlerin. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten ist die Zeit der Liebe und der Freude. Und wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn wir haben vieles erreicht in diesem Jahr. Dem Terror von rechts setzen wir bewusst nichts entgegen. In der Atompolitik müssen wir uns auch nicht hinter dem Ofen verstecken. Schließlich fahren wir hier einen klar erkennbaren Zickzackkurs. Prekäre Beschäftigung ist endlich überall auf dem Vormarsch. Da sehen unsere Arbeitslosenzahlen auf dem Papier richtig geduldig aus. Griechenland ist pleite. Italien und Spanien sind als nächstes dran. In Europa wird jetzt Deutsch gesprochen und das ist ein großer Fortschritt, wo doch Westerwelle kein Englisch kann. Aber lassen Sie uns über all die positiven Entwicklungen nicht die Gefahren aus den Augen verlieren. Ich bin zutiefst besorgt. Ich bin besorgt, weil die junge Generation nicht zur Ruhe kommt. Der Bildungsstreik, Occupy und vor allem die Gewerkschaften. Diese ewigen Rufe nach mehr Beteiligung, mehr Gerechtigkeit, weg mit dem Kapitalismus. Und das ja nicht nur bei uns. In ganz Europa macht die junge Generation uns Ärger. Spanien, Griechenland, London. Wo soll uns das noch alles hinführen? Besonders wegen der IG Metall Jugend könnte ich mich vor Wut manchmal aufregen. Sie schreien Übernahme hier, Perspektiven da, als ob das Leben ein Wunschkonzert wäre. Dabei müssen wir doch alle Opfer bringen. Und ständig steigen ihre Mitgliederzahlen. Und das, obwohl wir alles dafür getan haben, dass sich niemand mehr für Gewerkschaften interessiert. Ganz besonders mit ihrer Kampagne Operation Übernahme im Oktober zum Aktionstag in Köln waren sie mit 20.000 Menschen auf der Straße. Alle mit Boxhandschuhen. Sogar in der Tagesschau waren die. Das hätte es früher nicht gegeben, meine Damen und Herren. Und beim Gewerkschaftstag sollte ich dann gute Miene zum bösen Spiel machen und mit den jungen Wählern sprechen. Aber nein, ich habe schließlich auch meinen Stolz. Außerdem weiß ich immer noch am besten, was gut für die Jugend ist. Und als Dank für meine radikale Passivität hat die IG Metall auch noch die unbefristete Übernahme der Auszubildenden in der Stahlindustrie durchgesetzt. Nächstes Jahr fordern sie in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie dasselbe. Ich habe ja schon überlegt, ob ich meine V-Leute da einsetzen kann. Aber das Thema ist gerade ein bisschen schwierig. Deswegen werden wir erst einmal das tun, was wir auch in der Vergangenheit schon oft erfolgreich getan haben. Absolut nichts. Mindestlohn, unbefristete Übernahme, Arbeit sicher und fair. Auch wenn Weihnachten die Zeit der Wünsche ist, irgendwo muss mal Schluss sein. So funktioniert Kapitalismus nicht. Das wissen wir schließlich alle. Die einen machen die fetten Renditen und die anderen bleiben auf der Strecke. So geht das. Punkt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein paar besinnliche Feiertage. Und wenn am Heiligabend die Sternsinger an Ihrer Tür klingeln und irgendwas für die Jugend wollen, machen Sie es doch so wie ich. Schlagen Sie ihnen einfach die Tür auf der Nase zu. Frohe Weihnachten!